zu vergeben. Und das weiß Jesus. Und er möchte nicht, dass du gefangen bist und bleibst in den Fesseln, in den gefühlsmäßigen Fesseln, die solche Situationen hervorrufen können und Schaden nimmst an Körper und Seele. Das heißt, wir müssen begreifen, wenn wir diesen Weg der Vergebung nicht wählen, dann schadet es auf jeden Fall immer auch uns selbst. Egal, was der andere davon mitkriegt oder wie der andere sich weiter verhält, ob er noch in unserem Lebensumfeld sich bewegt oder ob er ganz weit weg ist oder wir gar nicht mehr wissen, ob er noch da ist oder lebt. Deshalb ist Vergeben so wichtig, weil es ist der Weg der Befreiung, der inneren Befreiung aus dieser Bindung, aus dieser negativen Beeinflussung, die uns so schadet. Wie denn aber? Ich möchte, weil du hast ja vorhin gefragt, was ist Vergeben, ja? Mal eine Formel, ich liebe sowas zusammenzufassen, eine Formel weitergeben, die mir wichtig ist in dem Zusammenhang. Vergeben ist die freie Entscheidung, eine berechtigte Anklage dem anderen gegenüber aufzugeben. Nochmal, vergeben ist die freie Entscheidung, eine berechtigte Anklage dem anderen gegenüber aufzugeben. Das möchte ich entfalten. Erstens, vergeben ist eine freie Entscheidung. Niemand kann zur Vergebung gezwungen werden oder sich selbst zur Vergebung zwingen. Und ich weiß das manchmal aus der Seelsorge unter Christen, dass unter Eheleuten zum Beispiel dann einer dem anderen sagt, ah, du musst mir doch das vergeben, wir sind doch Christen. Da kann man jemanden ganz schön unter Druck setzen. Nur es hilft nichts. Es hilft nichts. Selbst wenn jemand dem nachgeben würde und sagen, okay, ja, ich weiß, wir müssen das, wir sollen das, steht so in der Bibel, und dann sagt, ich vergebe dir, hat es keinerlei Wirkung, jedenfalls keine heilende Wirkung und keine befreiende Wirkung, weil es nicht freiwillig, weil es nicht aus tiefstem Herzen von sich aus geschieht. Und dann bleibt das Ganze aus. Also, vergeben muss immer eine freie Entscheidung von Herzen sein, um Jesu Willen. Hier in diesem Text des Epheserbriefs heißt es ja, dass wir vergeben sollen, wie uns vergeben wird durch Jesus Christus. Das heißt, die Begründung dafür, das überhaupt zu tun, ist für uns Christen die Erfahrung, dass uns selbst vergeben wurde und immer wieder vergeben wird. Das ist ganz wichtig. Und die ganze Argumentation im Neuen Testament bei Jesus, aber auch bei Paulus, ruht auf diesem Zusammenhang. Vergiss doch nicht, wie oft und wie viel dir vergeben wurde und vergeben wird. Und gewinn daraus die Kraft, dann auch die Entscheidung zu treffen, dem anderen zu vergeben. Das heißt, die eigene erfahrene Vergebung ist die geistliche Grundlage für diese Entscheidung. Was ist zu vergeben? Das halte ich jetzt auch wieder für ganz wichtig. Die berechtigte Anklage dem anderen gegenüber aufzugeben. Das heißt, es geht eben nicht darum, wie manche dann denken oder befürchten, ah, dann wird das Verhalten des anderen bagatellisiert, ah, alles halb so wild, wir haben ja alle unsere Fehler, wir machen alle mal was falsch oder war ja gar nicht so schlimm, schwamm drüber oder solche Formeln. Das ist nicht vergeben. Das ist nicht vergeben. Das ist verharmlosen oder unter den Teppich kehren,
aber nicht vergeben, sondern das schuldhafte Tun, das schuldhafte Verhalten, das verletzende Tun des anderen muss klar und deutlich vor Augen stehen und auch vor Augen bleiben. Und Schuld bleibt Schuld. Und der Grund zur Anklage löst sich nicht in Luft auf, auch nicht durch die Vergebung. Das ist ganz wichtig. Es gibt einmal im Alten Testament ein Wort von Gott, wo er das von sich aus genau so formuliert. Er sagt seinem Volk: Du hast mir viel Mühe gemacht mit deinen Sünden. Das heißt, Gott steht dazu, du hast Schuld. Ihr habt mir Mühe gemacht mit euren Sünden. Und dann geht es weiter. Dann sagt Gott: Ich entscheide mich dafür, euch trotzdem zu vergeben. Also Gott sagt nicht: macht nichts, ja, ich weiß ja, wer ihr seid und ihr habt Fehler und Schwächen, schwamm drüber, vergessen, erledigt. Nein, nein, nein. Ihr habt mir Mühe gemacht mit euren Sünden. Aber ich vergebe euch. Das ist vergeben. Also es geht nicht darum, etwas zu verniedlichen und zu verharmlosen. Aber wenn es dann gelingt, diese Entscheidung zu treffen, ja, ich habe allen Grund anzuklagen, aber diese Anklage gebe ich freiwillig auf. Dann entsteht die Befreiung von dieser bindenden Kraft, von diesen emotionalen Fesseln an das negative Tun des anderen. Dann entsteht Freiheit. Vergeben, befreit und heilt. Das ist die heilende Kraft des Evangeliums an dieser Stelle. Dabei muss ich deutlich sagen, das ist vorhin auch schon in diesem persönlichen Bericht ja zur Sprache gekommen, deutlich sagen, dass hier an der Stelle gerade auch unter Christen Missverständnisse entstehen, die Probleme bereiten können. Diese geistliche Entscheidung ist die Basis, ist die Grundlage, ist der Ausgangspunkt für einen Heilungsprozess der verletzten Seele. Und dieser Heilungsprozess braucht Zeit. Der braucht Zeit. Das kann lange dauern, unter Umständen, bis die Wunde, die der andere mir geschlagen hat, heilt. Und da überfordern Christen sich manchmal in dem Formel, die wir gerade auch gehört haben, vergeben und vergessen. Nach dem Motto: Wenn ich vergeben habe, dann müssen sich die negativen Gefühle alle in Luft auflösen. Und wenn ich mich dann daran erinnere, ist das alles gut und in Ordnung. Das geht nicht. Ich will das hier einmal klar und deutlich sagen, um diesem Missverständnis vorzubeugen. Verletzendes Tun kann man nicht einfach vergessen. Verletzende Erfahrungen kann man nicht einfach auslöschen, als wären sie nie gewesen. Das ist mit Vergeben auch nicht gemeint, weil das gar nicht geht. Wie gesagt, aber fordern sich Christen, ich denke an seelsorgerliche Gespräche, wo Christen vor mir saßen und gesagt haben: mein Mann hat mich betrogen, ich habe ihn vergeben, aber in bestimmten Situationen kommen wieder diese Gefühle hoch von Ablehnung, von Irritation, auch von Angst. Habe ich ihm nicht wirklich ernsthaft genug vergeben? Habe ich es nicht ernst genug gemeint? Das sind dann echte Nöte, gerade von Christen und bei Christen, die es ernst meinen mit Vergeben. Da gilt, ich sage noch einmal, Vergeben ist die geistliche Entscheidung, die berechtigte Anklage dem anderen gegenüber aufzugeben. Aber da fängt der Heilungsprozess der Seele erst an. Und der braucht Zeit. Unsere Seele kommt
dieser geistlichen Entscheidung nicht so leicht hinterher. Und ich habe gelernt für mich selbst und auch im Gespräch mit vielen Christen, wir müssen unterscheiden lernen, auch in anderen Zusammenhängen, zwischen der geistlichen Ebene und der geistlichen Entscheidung, die wir treffen, und unserer seelischen. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Und wir vermischen das oft und denken dann, oh, irgendwas stimmt doch nicht bei mir. Also noch einmal, vergeben ist diese geistliche Entscheidung, aus der heraus dann dieser Heilungsprozess sich entwickeln kann, und der braucht Zeit. Und wenn dann negative Reaktionen und Gefühle trotz allem entstehen in der einen oder anderen Situation, gilt es festzuhalten, die geistliche Entscheidung, die ich getroffen habe vor Gott, die bleibt gültig vor Gott und auch vor dem anderen. Ich kann sie vielleicht für mich in der einen oder anderen Situation nochmal wiederholen und sagen, ja, ich bleibe dabei, ich habe vergeben und das bleibt gültig, Punkt. Aber die Entscheidung an sich hat schon Gültigkeit für die weitere Zeit. Und dann müssen wir uns die Zeit geben, dass die seelischen Wunden heilen können. Und auch das darf nicht verschwiegen werden, wie bei körperlicher Heilung von Wunden. Es gibt Wunden, die nie ganz verheilen, die Narben hinterlassen, wie wir sie vom Körper her kennen. Und Narben können manchmal schmerzen, wissen einige, die solche Narben haben. Das Gleiche gilt auch für unsere seelischen Wunden. Selbst wenn wir vergeben haben und wenn Zeit ins Land gestrichen ist und die Seele sich auf den Weg der Heilung gemacht hat, kann es sein, dass Narben übrig bleiben, die uns an dieses verletzende Tun des anderen erinnern. Vergeben ist gesund. Darin liegt eine heilende Kraft, sagt das Evangelium und sagen die Experten unserer Zeit heute. Wann ist denn diese Heilung zum Ende gekommen? Wann hat sie ihr Ziel erreicht? Das möchte ich so formulieren: Wenn du dich an das negative Tun des anderen erinnern kannst, wie gesagt, vergessen geht gar nicht, erinnern kannst, ohne dass es automatisch diese negativen Reaktionen und Gefühle auslöst, die es bis dahin immer ausgelöst hat. Wenn du diese Ebene erreichst, dieses Stadium erreichst, dann ist die Vergebung zu ihrem Ziel gekommen. Und du wirst wissen und spüren, dass die Seele heil geworden ist. Und du vor allen Dingen frei geworden bist von dieser beklemmenden Bindung an das negative Tun des anderen. Vergeben hat heilende Kraft. Und das, was ich versucht habe heute zu vermitteln, habe ich nicht aus schlauen Lehrbüchern, sondern auch aus eigener Erfahrung. Ich weiß genau, wovon ich rede. Also, vergeben hat heilende Kraft. Und Jesus möchte, dass du diese heilende Kraft erfährst. Ihm ist daran gelegen, dass dein Leben frei wird, dass du dich frei bewegen kannst und dass auch das negative Tun eines anderen dich nicht länger bindet und festlegt. Und deshalb wünsche ich dir im Namen Jesu, dass du diese heilende und befreiende Kraft der Vergebung erlebst. Amen. Wir hören jetzt noch Musik.